Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Seven Days to Die, Darkness Falls, nicht mehr alleine. Oh, verdammt, wo ist er denn? Schlafzimmer? Ich habe mich nicht großartig bewegt. Verdammt! Achso, warte, ich habe einen großen Pfeil da. Ist das Schlafzimmer? Hi! Mit dem Bassstriker! Frisch aus dem Bett gefallen! Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man das jetzt hier mal so betrachtet. Doppeldeutigkeit. Ja. Wir lieben es. Ich habe eine Waffenkammer angefangen zu bauen, dass wir mit der Munition mal Ordnung kriegen. Hast du die Chemiebank jetzt auseinandergebaut? Jo. Okay, ja. Tada! In den Boxen ist auch genug Platz für Munition. Ach so, Storage-Boxen auch die... Ja, okay, ja. Bleib fürs Nötigste, oder? Ja. Erstmal. Das Nötigste. Aber ich habe ja nicht eine ganze Folge gebraucht, um das zu machen. Ich habe uns einen Eingang gebastelt. Naja, was heißt hier? Ich habe uns einen Eingang gebastelt. Wir können jetzt hier ganz entspannt zu Hause rumhocken, ohne dass wir auf irgendwas achten müssen. Das trifft es vielleicht eher. Warte mal, ich führe es einmal vor. Ach, Druckplatten hast du, ja. My senses have picked up something. Ja. Ich wurde jetzt übrigens die ganze letzte Folge von einer Wanderhorde verschont. War ein bisschen langweilig, ich konnte das Ding gar nicht richtig ausprobieren. Also, wir müssen jetzt nur 5 Stunden warten, aber tendenziell klappt das. Und damit habe ich dann natürlich auch noch mal einen dicken Stapel 9mm Munition aus den Kisten raus entfernen können. Ich hätte tatsächlich auch viel geilere Türme bauen können. Praktisch, aber haben wir eh zu viel Munition. Und ich glaube, da kommt es jetzt auch nicht drauf an, nur um das Empfangskomitee darzustellen. Hey Typ, du bist echt nicht so schnell. Du bist grün, du hast gefälligst zu sprinten. Ich könnte den letzten Punkt in Advanced Engineering bauen, dann können wir zumindest MK2-Türme bauen. Fand ich auch schon. Achso. Es gibt nämlich noch den Electrical Trap Skill. Power Traps, ja. Den habe ich komplett und da ist MK2 halt auch mit drin. Achso. Bitteschön. Zu Hause rumhocken können wir. Da passiert nichts mehr. Ich muss hier nochmal eine Klappe drüber setzen. Und letztendlich, ich hatte gerade den Generatorbank rumliegen, deswegen, es läuft gerade alles auf Batteriespannung. Irgendwann sind die mal leer, aber dadurch, dass ich das mit einem Sensor verbunden habe, läuft das sehr energiesparsam. Das ist der Vorläufer vom Smart Home, würde ich mal sagen. Tja. Wie sich hier die Leitenden sammeln, ist ja toll. So, Handy vibriert, wieso? Ich hab gedacht, Verkauf mit KI, eBay, ja toller Trick. Und ich hab gedacht, die Zugbrücke nimmt endlich Gestalt an. Ja, ich wollte den ganzen Kram auch erstmal nur bauen, dass wir hier einen Eingang haben, der bewacht ist. Wir können die Sachen ja alle wieder einzeln abbauen. Problem an der Zugbrücke ist, die ist natürlich so elendig lang, deswegen da muss ich nochmal drüber nachdenken, was, wie und wo. Aber wir können jetzt entspannt schon mal mit dem Auto hier rein und rausfahren. Okay. Das ist ja schon mal ein Anfang. Gut, wir sind ja meistens eh mittlerweile mit dem Helikopter unterwegs, also... Oder dem Golfkart. Stimmt. Hobby Shape. Hobby Rotation. Die zwei Sachen, oder gibt's noch was? Nö, tatsächlich ist das alles, was ich gemacht habe. Ich muss ja ein paar Sachen craften. Okay. Gut, ich habe nach unseren Obstbäumen geguckt. Die haben angefangen zu blühen, das ist auch schon wunderschön. Zumindest auch schon wieder fertig. Die Sache ist jetzt hier oben, dieser Waffenraum. Ich finde, er ist noch, da ist relativ wenig drin, aber ich wüsste ja natürlich auch nicht, was ich dazustellen soll. Das ist so. Wir haben da jetzt Munition. Ja, gut. Waffenschrank. Munition, Waffenschrank und theoretisch hätte ich jetzt Mods noch gesagt, aber. Mods und Rüstung wäre gar nicht mal so doof. Interessante. Ja, ja.
Ja, wenn wir zur Hölle haben wir eigentlich so verdammt viele Coil-Pistols? Alter! Keine Ahnung. Die Sache ist eher, warum kann man den Kran nicht bedienen und die Glasscheibe einsetzen? Ja, ich bin mir auch da, ehrlich gesagt, noch nicht ganz sicher, ob wir das so den Baustellen-Charme ein bisschen belassen, von dem Haus so nostalgietechnisch, oder ob wir, einfach das Ding da reinsetzen und den Kran abreißen. Das sind so die Dinge, in denen ich mich jetzt gerade bewege mit meinen Gedanken. Aber Mods finde ich ist eine geile Idee. Und auch Rüstung, aber für Rüstung? Können wir zufällig so einen Rüstungsrack machen? Nee. Ich kann auch einen Kleiderständer machen, das ist aber... Jetzt können wir uns zumindest die Teile schon mal rausdrehen. In dem Sinne. Auch wenn ich mich frage, was sollen wir mit, ja. Wohl streng genommen, das Ding stand ja schon die ganze Zeit da. Also wir hätten schon die ganze Zeit Möglichkeit gehabt. Ja. Praktisch. Kann es sein, dass wir gar keine Rüstung haben? Das wird momentan immer alle verkaufen direkt. Alter, wir brauchen ja sonst nichts, außer die wir am Leibe tragen, aber... Naja, ich weiß halt nicht... da du die, Kleiderkiste ja aufgelöst hast, hast du wahrscheinlich die Rüstung aussortiert. Wow. Und... ja... Wir können, wenn wir in Zukunft was looten, können wir ein bisschen was einfach aus Prinzip mal mit einsortieren, aber letztendlich, wir brauchen, tun wir ja wirklich nichts. Das ist ja so ein bisschen Fakt an der Sache. Guck mal, ja, in der Verkaufskiste sind noch ein paar Klamotten drin. Passt da jetzt nur leider nicht so viel rein. Da hätte ich es gut gefunden, wenn es noch größere gibt. Vielleicht gibt es die auch und ich sehe sie nur noch nicht. Sieht nicht danach aus. Doch, Lockable Player Cabinets. Okay, warte mal, habe ich davon was? Ja. Vielleicht, aber auch nur vielleicht. Nö. Ja gut, habe ich die Toolbox, die ist auch gut. Räume ich die Kiste da auch noch raus. Besuch. Hab ihn gehört. Ich glaube, da kommt deine sagenumwogene Wanderhorde. Das ist doch gut. Hab sie schon vermisst. Und ich packe mal unter Einrichtung. Ich habe ein Problem. Ja. Was, wie und wo? Hab den Stirnfried beseitigt. Der hätte auch einfach noch einen Schritt weiter gehen können. Dann wäre er frei gewesen. Wow. Blutsack. Mensch, 40 Schuss 9mm und ein Topfhonig. Mensch.
Papronig! Schön! Ihr werdet instant wieder befüllt! Naja, so viel haben die auch noch nicht rausgeschossen. Ich weiß nicht, ob du 40 Schuss unterkriegst. Nein! Die letzte das letzte Turret hat nur fehlt ein Schuss jetzt. Es werden 41 Schuss, die verbrochen hat. Es hätte also fast geklappt. So, aber haben wir hier Ordnung? Fahrrad in der Küche? Genau, ich räume das Inventar auf und von mir aus können wir dann, wenn du Bock hast, irgendeine Quest machen oder so. Eine Vierer-Quest oder so, mal zum Einklang. Ja. Achso. Aber ich würde gerne nochmal durch diese Tür hin und her laufen. Können da natürlich jetzt Glasscheiben hinsetzen ohne ja ohne Rahmen in dem Sinne. Ich habe gerade einfach mal geguckt, ob wir da irgendwelche Glasframes haben, aber leider sah es tatsächlich sehr mau aus. Verstehst du mich eigentlich vernünftig, weil ja, Windows-Updates und so. Weil Windows-Updates, die haben wieder, ja. Immer wieder toll, was die mit Audio machen. Ich liebe es auch. Weil da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, so. Ja gut, er hört mich. Ja, sogar eigentlich ziemlich gut. Dann ist ja gut. So, wollen wir dann einfach nur Glasframes machen ohne Rahmen oder? Das ist, glaube ich, Business Glass ist das, wenn man es richtig machen will. Das Business Glass ist das ist Jalousien vor. Das sieht scheiße aus. Das ist das mit den Gittern. Die Jalousien ist ein extra Block. Da ist ein Glasframe vor. Nur als Info. Also bei dem Business-Ding hatte ich eben gerade, Kann auch sein, dass das hier einfach nicht das Business-Ding ist. Bulletproof. Ja, gut, das ist das Bulletproof-Glas, was dieses Gittermuster drin hat. Hier also reiße ich das normale Glas ab. Ja, man sieht's ja nicht. Du kannst natürlich erstmal dran lassen, aber... Nö, hab's zerschlagen. Okay. Ich hab jetzt Broken Glass, ich kann mich jetzt ab sofort umbringen, wenn ich ein wenig HP habe. Das wolltest du ja immer. Guter Plan. Ach du Schande, Alter. Was denn? Ich hab angefangen aufzuräumen. So, muss ich jetzt nochmal unten restlich Sachen wegbringen oder können wir mal irgendwie Action machen? Beziehungsweise ich sollte was trinken. Und Dreck hatte ich hier, ne? Was? Eieiei. Was ist denn, wenn wir mal auch... Brauchen wir wirklich so viele Keycards? Nö, aber der Verkaufspreis ist in etwa null. Ja, ich seh's grad. Das ist das Problem daran. Deswegen horte ich sie einfach.
Ja, weil wir jetzt uns gerade so Richtung 100 Grün richten, deswegen. Ich will dann ein eigenes Keycard-Fach machen. Also die Keycards geben Plastik, wenn man sie zerlegt. Ja, aber auch das haben wir aktuell zumindest keine Notwendigkeit nach. Besser haben als brauchen? Das sehe ich genauso auch zu den Keycards. Das heißt, wir könnten sie auch einfach erst kaputt machen, wenn wir es wirklich brauchen. Also wir haben 2125 Plastik nur, also ich sehe das jetzt Wo nicht zur als viel. Hölle stelle ich denn Was suchst du? verdammt einen Platz für die Chemiebank? Ach so. Komm. Hier, passt du da drunter? Nee. Ha. Ich würde sie einfach neben die Küche in dieses Badkonstrukt stellen. Hier so. Sieht mit dem Rohr daneben sogar gar nicht mal so doof aus. Gern geschehen. Nehme ich. Nehme ich. Ich helfe immer mit den. Die Tür muss ich wieder reparieren, ey. Das. So. Was brauche ich denn nochmal für eine Tür? Hier müsste ich jetzt noch mal ein nettes Screenshotchen machen von dem Waffenkämmerler da oben. Das habe ich dann für die letzte Folge. Ah, natürlich ist denn da schon der Waffentresor mit bei, aber egal. Guten Dort, 10 Holz brauche ich nur. Ich kann mittlerweile über Steam meine Screenshots machen, ne? Ich hab's rausgekriegt. Jetzt müsste ich aber wieder mit irgendjemandem reden, damit ich meinen Hard wieder kriege. Reicht die Drohne? Hab ich schon mal ausprobiert? How may I assist you? Ja, es reicht mit der Drohne zu reden. Ach, wie praktisch. I am ready. Was haben wir denn zur Auswahl? Touristen töten. Oh, Holzfäller töten finde ich gut. 82 Meter entfernt. Ist ein Anfang. Jetzt habe ich sie nicht ausgewählt. Oh. Ah, die Tür An sieht unserer zwar nicht Horde schön aus, aber. Was ist jetzt unten eine Tür repariert oder Lumberjacks. was war das? Ja. Ich hab die Tür, die sie. Wo du die. Den Gebietsschutzblock abgerissen hattest, hatte ich ja in der Küche das eine Mal. Gebetenen Besuch. Ja. Das dürfte Und jetzt ja. zumindest nach dieser gesamten Konstruktion mit diesem Graben und den Schussanlagen jetzt vorne einfach nicht mehr passieren. Ja, sofern du den Gebietsschutzblock nicht wegmachst, ja. Blöd, wenn sie wieder drin spawnen, wäre natürlich dumm gelaufen. Meine, deine, unsere? Was ist das hier? Meine. Dort. Ich steche euch ab. Ich ziehe euch hier einfach mal gesalbt einen Schläger durchs Gesicht. Das sollte ja reichen. Höhenmunition sparen, weil wir haben so einen Mangel. Ja, vor allem 9 mm Munition sparen. Wow, die Quest Und was versteckt hinter mir. gab's? Feuerwerks, Knochen, Juckersaft und eine Eisenschaufel. Dann lass uns die Wow! Touristen nochmal anfahren. Machen wir notfalls hier eine etwas kürzere Folge heute. Und können wir beim nächsten Mal mit einer Vierer-Folge, mit einer Vierer-Quest, je nachdem, wie es aufgebaut ist, die ganze Folge füllen. Hatte ich zumindest bei Wesker. Vanilla im Singleplayer so, dass eine Vierer-Quest immer eine ganze Folge gefüllt hat. Aber ich glaube, es ist ein Fested Clear. Wir haben auch eine Fetch Clear, okay. Das ist die Infested, sind ja nur die Achtung! Dreier-Gebäude, das dauert ja nicht so lange. Westmobil! Was? Questmobil! Wuhu! Oh, jetzt hätte ich So, gern so wie bei Mädel. The Forest so ein schönes Radio, was man nebenbei laufen lassen könnte. Was machen wir auf dem Grundstück des Nachbarn? Keine Ahnung. Eine Haustour. Cool. Stand vor Sale.
Wollte ich mal begutachten. Ach so, ja. So, wir machen jetzt das, was der werte Herr Kojampel auch gesagt hat. Wir warten jetzt, bis die Touris da sind und ich fahre. Ach scheiße, das ist meine Quest. Links kann ist nicht einfach... ne, ja, ja. Kannst du dich kann schneller die fahren? Kann die Touris nicht überfahren. Kannst du nicht? Muss erst die Quest annehmen und dann umfahren. Ah. Ist das Ding auf dem Dach? Yes, sir. Ja, einfach über den Zug links. Zug, sag ich schon. Bus links. Incoming enemies, prepare for bin durch den Boden gefallen. Lol. GG an der Stelle. Bin da. Spacken! Ja, nett. Nicht die Zahnkettensäge. Was? 44er Magnum Munition, Coil Munition, Scrapped Iron Nuggets, Nailgun, Schlagschrauber, Elektroteile, ein Bier und ein elektrisches Relais. Nett. Oh. Gut, dann hast du jetzt gleich die Aufgabe, den Touri zu überfahren. Du weißt, dass das Auto das eventuell nicht überlebt, oder? Ach, Quatsch. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ich meine, wir können ja neu bauen, das ist nicht, aber... Nein, lass gut sein. Weil du emotional gebunden daran bist. Ich will es auch sagen. Ja, ich bin... Du hast mir die Aufgabe offiziell gegeben. Oh nein. Ich bin emotional gebunden. Ich befürchte, das Überfahren zählt nicht. Nur, um das einmal festzuhalten, das zählt nicht als Kill, der von uns durchgeführt wurde. Ja, ist mir doch egal, du sollst ja auch damit keinen killen, also sollst einfach nur einen töten. Hatte ich, ja, einen habe ich. Ja, also. Und das Auto ist nicht kaputt. Super. So, dann. Wo können wir es eigentlich abgeben fahren? Ja. Gucken wir mal, was wir als Questbelohnung kriegen. Ich schätze mal ein paar blaue Zettel. Gut, je nachdem, was die noch im Angebot haben, können wir danach nochmal eine hier von den Scouts-Quests machen. Und nächster Blutmontag 49, ne? Richtig. Heißt, wir haben so noch ein bisschen Luft. Ich würde die Horde-Falle aber tatsächlich nochmal irgendwie umgestalten. Ich finde das ein bisschen doof, dass die sich oben so komisch sammeln. Dass man das vielleicht als umgekehrte Pyramide baut, dass das halt zu unserem Loch halt runterführt. What are you looking for? Das klingt irgendwie komisch. Great job. Generated Schematics, danke. Bundle of Skill Notes, danke. Hast du einen Job? Schon wieder nur Tier 3. Oh, schade. Ja, ich habe eine Hundetöten-Quest. Can you help me? In 400 Meters Entfernung. Ich habe leider nur Müll in dem Sinne. Also was so richtig mit Arbeiten, also so eine Nachtquest und so ein Spaß. Nee, meine Belohnung. Ich hab jetzt meine Jungs! Mädels! Oh, Gruppenschlägerei. Weißt du noch, anfangs, als du über Darkness Falls wieder bei allem super vorsichtig waren? Nein. Ich dachte, ich krieg ihn totgeschlagen, bevor er explodiert. Mensch, da liegt ein blauer Rucksack. Wo kommt der denn her? Ich hätte den fast gelootet. Eieieiei. Oh, schön. Dann ist mein Auftrag somit auch erfüllt. Einmal habe ich dich umgebracht jetzt und einmal hattest du mich umgebracht, also perfekt. War das Absicht von dir oder was? Vielleicht. Ich hatte so komische Hintergedanken zumindest. Ach so, da ich hier gerade nur laufen muss und wir gleich die Hundequest machen, kannst du mir mal ganz kurz erzählen, warum wir zum Hölle bei Remnant 12 Stunden Verweilzeit brauchen? Nur dieser Punkt von der Liste, der reicht mir erstmal. Damit das eine Map-Gebiet lädt.
WTF, es gibt noch im Labyrinth? Nein. In Neyrut. Ernsthaft? 12 Stunden Verweilzeit wir, und dann? Ja, wir brauchen auch die Quest, wo wir den Typen gelöscht haben damals. Und das neue Gebiet zu erstellen in dem Sinne sind halt 12 Stunden. Ja, warten. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit umstellen können einfach. Also ich stehe übrigens draußen, du kannst einsteigen, sobald du fertig bist. Jo. Also in Neyrut, wir haben ja jetzt eine neue Kampagne gestartet auf Neyrut. Ist das der Questverlauf, den wir brauchen? Keine Ahnung. Achso. Ich habe da, was Neyrut angeht, nämlich überhaupt keinen Überblick. Ja, ich muss mir das... Ich habe mir nur halt Neyrut aufgeschrieben und nicht, die Mission, die wir brauchen. Ach so. Weil das wäre eigentlich echt geil, wenn das dann tatsächlich das ist, was wir von der Kampagne bekommen haben. Ich hoffe einfach nur nicht, dass wir das Pirscher-Set brauchen, weil sonst dürfen wir sowieso erstmal die Kampagne komplett durchspielen. Weil wir müssen ins letzte Gebiet. Was mich ja jetzt erstmal nicht stören würde, die nochmal durchzuspielen. Wo waren wir? Wir wollten ja beim nächsten Mal das zweite DLC nochmal machen und danach gerne die Kampagne ein bisschen weiter. Achso, da habe ich leider auch einen kleinen Spoiler. Oh Gott. Ja. Incoming enemy, prepare for conflict. Aber den werde ich jetzt hier nicht erläutern. Okay, bei so einer Hundequest ist über Munition nachzudenken vielleicht doch gar nicht so schlecht. Da hinten ist doch ein Hund, hinter dir! Komm her, Pfiffi! Ich glaube, Pfiffi hat gerade Probleme voranzukommen. Ich stech dich ab. Ah! Mein Erste-Hilfe-Set bringt mir ja gerade nichts, weil ich mit meinen Skillpunkten ja runtergesetzt bin. Drecksspiel! Ich hasse es, wenn das passiert. Ah! Na, wir warten, bis mein Todesmal ist. Ach, da hinten ist noch ein Pfiffi! Tschüss, Pfiffi. Gut. Wir hätten noch einen Jake oder so offen. Hast du? Mitgenommen, ey? Ja. Maneater. Ich wollte gerade mal hinfahren. Ich hätte noch einen Dogdays gehabt. Aber ich meine, wir müssen die Folge ja nicht unbedingt super kurz machen. Mit den Quests kann man sich auch ganz gut beschäftigen. Und auch da ist der Fortschritt geil. Ab Stufe 4 wird es nämlich richtig unangenehm mit den Grünen. Und ich glaube, ab 5 kriegen wir die Dämonischen an den Hals gehetzt. Und das wird dann relativ witzig werden. Weil du kannst dich ja noch dran erinnern, was die Enten vom zweiten DLC betrifft. Diesmal schieße ich. Die Enten vom zweiten DLC? Ja. Warte, jetzt nicht reden, ich muss erstmal weiter. Ich denke erst danach, wenn ich alles töte. Das finde ich gerade schön, ich habe so viel Routine jetzt gerade wieder ins Spiel. Dass ich ein bisschen nachdenken kann. Ist okay, Rambo. Haben wir nicht in beiden Durchläufen dasselbe Ende gehabt, mit Göttin kaputt gespielt und gut ist? Ja. Es gibt noch mehr Enden? Ja, unser werter Freund, worauf ich eigentlich die ganze Zeit warte, wie wir das Ende eigentlich gekriegt hätten. Weil du meinst Walt, oder? Walt spricht nämlich mit ihr, er beleidigt sie und den ganzen Kram und wie ist sie, Lidusa? Ja, Lidusa. Schmeißt ihn dann die Klippe runter. Ja. Also so mit ihrem Möchtegern-Haar. Okay, eigentlich will ich das gar Stein, nicht so detailliert wissen, hör mal auf, das zu erzählen, aber wie kriegen wir das hin? Das habe ich nicht nachgeguckt und ja, du kannst dich doch noch an diese Schale erinnern, wo ich gesagt habe, da kann man die Trinity-Scheibe potenziell reinstellen. Ja.
Da packen wir die Seele rein. In die Schale. Seele? Das heißt, ja, das komisch, den Questgegenstand, den wir eigentlich Ledusa geben. Great job. Gut, jetzt brauchst du wirklich nicht mehr weiterreden. Das ist etwas, was ich wir einfach tun werden. Das finde ich nämlich irgendwie ganz spannend. Ja, das Problem ist, wir hatten den Raum beim ersten Mal, danach nie wieder. Naja, wir hatten es aber auch erst zweimal gespielt, also ist das vielleicht ein bisschen hart, ja? Schon klar, aber also trotzdem. Also hast du 50% Chance. Okay, ich hab... Komm, ich mach noch ein Lumberjack hinten dran. Du hast Snow-Zombies? Nee, ich hab den Snow-Zombies. Ich hab Lumberjack. Was hast du? Auch ein Lumberjack. Aber ist ja erstmal relativ egal, solange ich dasselbe ausgezeichnet habe. Es dürfte dasselbe sein. Es ist derselbe. Ja gut, dann können wir den halt noch machen. Dann ist danach Feierabend angesagt. Gehen wir noch einmal ab die Quest, gucken, naja, ob wir die Lehrer freigeschaltet haben. Oder wir können vielleicht, gucken, ob wir beide machen vielleicht können. Vielleicht klappt's ja. Das Haus sieht ganz schön ramponiert aus. Eigentlich cooles Design hier mit diesem kaputt. Ja, das Gebäude habe ich auch schon in den früheren Alpha-Versionen gesehen. Wir können auch mal die Gebäude hier abarbeiten, irgendwann mal, die wir mit interessant markiert haben. So nach dem nächsten Blutbund würde ich die ja vielleicht mal mit in Angriff nehmen. Und theoretisch könnten wir auch noch mal ins... es sind zwei verschiedene! Es sind verschiedene! Nee, was, hä? Warte mal! Ich weiß, welche Quest wir beim nächsten Mal machen. Jeffelons Zuckergates Estate. Steinevierer. Die machen wir dann beim nächsten Mal. Wir sind ja gerade hier. My senses have picked up something. Meine, deine, unsere. Okay, ich bin gerade echt unfähig, wieder zu zielen. Der gehört nicht dazu. Wow, Gammelfleisch. Guck mal, ob du machen kannst. Nice. Ich glaube, ich nehme wieder meinen Speer mit. Das treffe ich wenigstens. Wir hätten wahrscheinlich beide gleichzeitig aktivieren können. Das Ausrufezeichen war weg, als ich die Quest gestartet hatte. Echt? Ja. Ist jetzt wieder aufgekommen, nachdem die Quest fertig war. Guck mal, wir haben echt ordentlich Quests geschafft jetzt heute noch. Super. Ich würde einfach mal sagen, wir wechseln dann jetzt einfach mal rüber in die nächste Folge, weil wir sind hier wunderschön an unserem nächsten Queststandort. Das bietet sich ja furchtbar an. Ja, mein Inventar ist nur voll. Ja gut, streng genommen. Ja komm, wir geben nochmal ab und fahren nochmal hierher. Es ist ja jetzt nicht so schwer hierher zu kommen. So. Aber ich möchte hoffen, dass wir jetzt die Vierer-Quest bei dem Typen mal freigeschaltet haben. Bei der Tante, nicht dem Typen. Gut, ich weiß ja nicht, was er sich identifiziert, was auch immer. Oh ja, gebt den Leuten, gebt der KI eine Persönlichkeit. Auch eine künstliche Intelligenz ist eine Intelligenz. Auch wenn in der heutzutage verfügbaren Form eigentlich auch nicht wirklich. Das heißt, im nächsten, ja, ich weiß nicht, wollen wir dann... Great job. Ja. Nur wieder nur drei, aber ich krieg jetzt auch keine coolen Quests von ihr. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir räumen einmal auf. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns mal um die Vierer-Quests. Wenn es gefallen hat, lasst super gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.